Hallo und herzlich willkommen zu Tut nix zur Sache. Harmoniewochen in der deutschen Industrie. Die Angestellten von Praktika unterstützen den Turnaround, indem sie 3 Jahre lang auf 5% ihres Gehalts verzichten. 17 Millionen Euro Personalkosten spart die angeschlagene Baumarktkette durch diesen Schritt. Löblich. Was bitter ist, selbst aufgerechnet wird es wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen sein, was Praktika in den letzten Jahren für Anwälte, Beraterhonorare, Vorstandsabfindungen und die Verlegung der Konzernzentrale an den Hochlohnstandort Hamburg ausgegeben hat. Die Überraschung der Woche, die angeschlagene Airline Air Berlin hat eine High-Yield-Anleihe um 50 Millionen Euro aufgestockt und das zu Zinssätzen rund um 11%. Wir hätten nicht gedacht, dass es so leicht ist, Geldgeber für dieses Unternehmen zu finden, aber eigentlich hätten wir es besser wissen müssen. Wenn Gott wirklich gewollt hätte, dass Air Berlin pleite geht, dann hätte er aus den Dinosauriern kein Flugbenzin gemacht. Ein griechisches Boulevardblatt hat in dieser Woche die berühmte Lagarde-Liste mit den Namen von 2000 angeblichen Steuersündern veröffentlicht, denen die griechischen Steuerbehörden nicht hinterhergehen. Die griechische Regierung hat souverän reagiert und den Chefredakteur des Blattes kurzerhand festgenommen. Man kann sich ja nicht alles gefallen lassen. So kann man, glaube ich, nur dann auftreten inmitten ernster Verhandlungen um die Zukunft des Landes, wenn man sich wirklich sicher ist, dass es am Ende schon gut gehen wird. Insofern kann sich der inhaftierte Kollege in Berlin, Brüssel und Paris dafür bedanken, dass er im Knast gratis verpflegt worden ist. Die wissenschaftliche Abteilung der EZB hat in einer groß angelegten Studie untersucht, ob von virtuellen Währungen wie Bitcoins oder Lindendollars irgendwelche Gefahren für das Weltfinanzsystem ausgehen. Ergebnis? Nein. Trotzdem sind die Kollegen besorgt. Sie fürchten nämlich um die Reputation von Notenbanken, wenn eines dieser virtuellen Währungssysteme irgendwann mal zusammenbrechen würde. Aber warum? Die EZB könnte es doch dann genauso machen wie bei der anderen designierten virtuellen Währung, dem Euro auch, und das virtuelle Finanzsystem einfach mit Geld fluten. Die Rolling Stones haben diese Woche ein exklusives Privatkonzert für die Kunden des französischen Fondsmanagers Edouard Carmignac gegeben. Die Fans der Band waren sauer und hatten damit gedroht, dort bei dieser Privatfeier aufzuschlagen und einfach mitzufeiern. Am Ende ist es aber doch friedlich geworden. Wir glauben zu wissen, warum. Wahrscheinlich hat Carmignac einfach den Aufzug zugesperrt. Weil es in diesem Gebäude keinen Treppenlifter gibt, sind die Fans der Stones nicht weiter als bis in die Lobby gekommen. Die Zahl der Woche, über 1,2 Millionen Euro hat Peer Steinbrück in den letzten 3 Jahren an Vortragshonoraren eingestrichen. Das war fast so viel, wie die Bundeskanzlerin in diesem Zeitraum kassiert hat und die musste ja nebenher noch ein bisschen das Land regieren. Damit Steinbrück auch nach seiner absehbaren Niederlage nächstes Jahr bei der Bundestagswahl noch ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, hier von Finance TV exklusiv für Herrn Steinbrück 3 Vorschläge für neue Vorträge nach der nächsten Bundestagswahl. Rot und trotzdem reich, in 3 Jahren vom Sozi zum Millionär. Amerika ist dort, wo mal die Indianer waren. Eine kurze Geschichte der Kavallerie in 3 Akten. Eurobonds und Rente mit 60, solange wir Druckerschwärze haben, geht uns das Geld nicht aus. Unser Gewinner dieser Woche, das ist der Aktienanalyst Dieter Hein. In mühevoller Kleinarbeit hat er sich die Geschäftsberichte der Deutschen Bank seit Ende der 90er Jahre durchgeschaut und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass die Deutsche Bank systematisch die Warenkosten und Eigenkapitalanforderungen ihres Investmentbankings verschleiert. Seine These? In Wahrheit hat das Investmentbanking die Eigenkapitalkosten der Bank nicht verdient. Mutig diese These, sie kann stimmen, sie muss nicht stimmen, aber allein dafür, dass er sich damit aus dem Fenster lehnt, hat es Herr Hein verdient, unser Gewinner zu werden. Und ganz nebenbei hat er mal wieder gezeigt, wie intransparent die Bankbilanzen nach wie vor sind. Unser Verlierer dieser Woche, das ist der amerikanische Kleinkriminelle Paul Zecklier, der Mark Zuckerberg auf Herausgabe von 50% von dessen Facebook-Aktien verklagt hat. Jetzt kam raus, die angeblichen Beweismittel waren gefälscht. So hat Paul Zecklier zum Beispiel einen Vertrag, den er mit Zuckerberg tatsächlich mal geschlossen hatte, als der noch Student war, einfach getürkt. Er hat die erste Seite ausgetauscht und dort angeblich draufgeschrieben, dass Zuckerberg ihm diese 50% überschreibt. Dreist, jetzt drohen ihm 40 Jahre Knast. Mark Zuckerberg, gefällt das? Unser Bild der Woche, ein Sturm erschüttert New York und zum ersten Mal seit 30 Jahren sind es nicht die Investmentbanker, die daran schuld sind. Die Wall Street wird geflutet mit Liquidität und es war nicht die Zentralbank Fed, die dafür verantwortlich ist. Die Natur unterwirft den Finanzmarkt, für uns die Nachricht der Woche. Bei uns haben wir zum Glück nur Regen ohne Sturm. In diesem Sinne machen Sie sich ein gemütliches Wochenende, schauen Sie Montag wieder rein. Alles Gute!